Herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Hier raschelt irgendwas und ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass diese Leiche, die da vorne in dem Käfig sitzt, vorher da noch nicht drin saß. Was raschelt denn hier die ganze Zeit so? Ach so, ich glaube, das ist... Ah, okay, das sind, glaube ich, bloß vier, ja, weil wir gleich durchdrehen. Solange es noch das ist. Nur das ist. Ich gehe mal noch in den Raum, da waren wir noch nicht drin. Wir sind ja gerade dabei, hier sämtliche Folterräume von Schloss Brennenburg zu durchsuchen. Sicherlich eine sehr gute Idee. Wir brechen jetzt, glaube ich, auch gleich zusammen. Oh oh. Ist da ein Viech? Alter, ist das Sägen, was ich da höre? Ich will es nicht hoffen. Oh je, was kommt jetzt? Zack, die Lampe ist schon an, na klasse. Zuerst die Zunderbüchse. Alter! Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Leute, was soll denn das? Na lecker, ey. Das Gitter bedeckt ein Abflussrohr, okay. Das Blut muss in einen Behälter. Haben wir denn einen Behälter? Ja. Man kommt nicht an das Blut heran, finde eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Gitter aufzubewahren. Brauchen wir Blut? Das Glas in den Blut im Folterraum im Querschiff zu... Okay. Moment mal kurz, ich will... Ups, ich will gerade was nachgucken eben, wenn ich denn die richtige Taste finde. Hä? Nein. Hey, wie geht es? Ah, so. Und zwar wollte ich nachgucken... Ist es hier? Ja, okay, genau. Wir brauchen noch die Lebensessenz aus dem Körper von irgendeinem Opfer. Können wir hier nicht das... Haben wir noch Seil dabei? Ein Seil dabei irgendwie? Können wir hier irgendwie das Seil benutzen? Zuerst mal nehmen wir das Kugelstück auf. So, jetzt geht es doch gleich wieder ein bisschen besser. Trotzdem, die Lampe sollten wir anlassen, aber wir haben kein Öl mehr oder kaum noch. Moment mal, solange ich überlege, gehe ich kurz zu dem Kerzenständer da. Haben wir... Wie können wir das Ding da runterlassen? Können wir nicht eins von den Seilen hier benutzen irgendwie? Irgendwie... Man kommt nicht ans Blut heran, findet eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Blut darin aufzubewahren. Ist hier zufällig irgendwas in der Nähe? Die Säge wohl eher nicht. Im Eimer ist auch nichts. Ha. Ich will eigentlich ungern gehen. Können wir eigentlich die jetzt kombinieren? Sie bleiben nicht zusammen, okay. Achso, nein, wir bräuchten den Tee, aber ich glaube, das müssen wir da hinten in so einem Ding machen. Zu einem speziell dafür angefertigten Behältnis. Hä, aber es muss doch hier irgendwie mit dem Seil gehen oder so. Können wir das irgendwie... Hätten wir das Seil da hinten mitnehmen können bei diesem Viech, das wir da sozusagen geangelt haben? So, jetzt kann natürlich wieder gut sein, dass uns irgend so ein schlurfender Kollege entgegenkommt. Haben schon sehr lang keiner mehr. Nee, das ist schlimm, wir sind halt... Wobei, jetzt geht's gerade im geistigen Zustand.
Aber wenn der auch noch so schwankt, dann sieht alles gleich viel schlimmer aus. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo wir diese Lebensessenz herkriegen. Was brauchen wir alles? Sorry, jetzt muss ich nochmal gucken. Hier. Hier, hier. Die giftigen Pilze brauchen wir. Wo kriegen wir denn giftige Pilze her? Die sind doch vorher, hat man die überall gesehen. Sind doch überall gewachsen. Ich bezweifle das eigentlich, dass dieses Monster in einen so großen Raum kommt. Das würde es ja irgendwie im Schockmoment ein bisschen wegnehmen, wenn man das schon so auf 2 Kilometer Entfernung sieht. Jetzt ist nämlich die verdammte Leiche da wieder weg. Klasse. So, in den 3 Räumen waren wir. Oh, ich will da nicht hoch. Wie sah ich mit dem körperlichen Zustand so aus? Okay. Gerade geht's. Nee, wo geht's da schon wieder hin? In den Masterfolterraum oder wie? Ich suche gerade, ob hier irgendwie so eine Kette hängt, die wir vielleicht mitnehmen können. Ah, cool, da ist wieder so ein Bild, der verändert sich garantiert gleich wieder. Wir gucken mal, wenn wir wieder rauskommen da drüben, ob dann der Typ hier ein bisschen anders guckt. Ist hier irgendwas? Nö. So. Sieht wieder viel zu friedlich aus hier. So, da brauchen wir eigentlich keine Lampe. Huch. Ich wollte gar nicht hüpfen. So, hier ist Öl. Hä, warum hüpft der die ganze Zeit? Ich habe meine Finger von der Leertaste weg. Das ist übrigens das Seil, das wir brauchen. Sehr gut. Aber eben noch hier die Zunderbüchse. Dann die Schubladen. Wie gesagt, ich nehme immer die Sachen, die man letztendlich braucht, am liebsten, am spätestens auf, weil sonst ist... Okay, hier ist noch ein Zettel. Ansonsten ist die Chance groß, dass dieses Monster kommt. Noch so eine komische Kugel da. Oder was es sein soll. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich. Und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Also, so langsam glaube ich, dieser Alexander, der kommt irgendwie nicht aus dieser Welt hier oder so. Ich wusste jetzt nicht, dass es so abgespaced wird, aber was soll's. Kommt nicht aus dieser Welt hier und will irgendwie zurückkehren und dafür braucht er diese ganzen Orte, die Kugel wahrscheinlich dafür. So, Zettel. Oh je, meine. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würde. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke ist die erwartete weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihrer Eigenschaft gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und später erneut zu versuchen. Okay, das bestätigt das, was ich vermutet habe.
dass sie eben die Opfers mehr, die Opfers, die Opfer mehrmals, gefoltert haben. Der Typ da hinten sieht noch ganz normal aus. Ich glaube, der verändert sich bloß, wenn wir einen ziemlich schlechten geistigen Zustand haben, und den haben wir ja gerade nicht. So, jetzt können wir uns das, können wir das ja eigentlich kombinieren gleich. Jawohl. Glas an einer Schnur. So. Jetzt holen wir uns das Blut und dann haben wir diese drei Bestandteile, um Agrippa zu befreien, soweit ich das mitgekriegt habe. Und uns fehlen noch drei Teile von dieser Kugel. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt hier gerade kein Monster kommt. Wenn doch, haben wir ein Problem. So. Da wären wir. Blub. So, Glas Blut haben wir jetzt. Oh, nicht schon wieder so scheiß Musik. Ich habe das Gefühl, jetzt steigt die Gefahr wieder. Ich lasse die Lampe jetzt extra mal aus. Noch sind wir, glaube ich, nicht komplett am Durchdrehen. Na, kurz anmachen. Uiuiuiuiuiui. Das sieht immer viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. So, meine Theorie überprüfen, ob hier wirklich keins ist. Nee. Gut. Gott sei Dank, dann können wir diesen furchtbaren Flügel mal endlich verlassen. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ach stimmt, es gab noch eine gegenüberliegende Tür, glaube ich. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ihr gerade meine Mauszeiger seht, das ist so ein Ladezeichen, das... Ah ne, das heißt normalerweise, dass das Spiel abgestürzt ist. So, jetzt... Be very careful. Ah, okay, da ist das mit dem Viech, das haben wir gemacht, wir müssen zurück... zu Agrippa, genau, hier ist er. Ja, hier ist Agrippa. You seem to have all the orb pieces used in the transfer. Go to the choir and find the rest. Die restlichen Kugelstücke können im Altarraum gefunden werden. Okay, gut. Können wir jetzt aber dem Kollegen hier, Moment, wie waren die. Ja, das spezielle Tonikum. Können wir das jetzt. Ach nein, uns fehlt ja der Pilz noch. Quatsch. Uns fehlt ja der verdammte Pilz noch. Moment. So. Genau, hier rechts waren wir noch nicht. Ja, 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 ich gehe ja schon. Hey, ich muss dir dein Tonikum auch nicht zusammenmixen. Bleibst du für die restlichen... Na gut, restlich ist schwer, aber für die nächsten Jahre hier drin. Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Waren wir hier schon? Ja, ich denke mal. Nee? Moment kurz. Ups. Muss kurz gucken. Ich glaube, wir waren hier schon. Nein. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu. Während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend den Kopf ihrer... Doch, den hatten wir schon. Entschuldigung. Entschuldigung. Hatten wir schon. So, und hier geht's in den Altarraum. Ja, das habe ich befürchtet. So. Oh ja, geil. Es ist doch bequem. Was ihr hier habt? Ist doch hübsch. Links, rechts, geradeaus. Fangen wir mit rechts an. Oh Mann. Folterwerkzeuge oder irgendwelche Opferwerkzeuge viel eher. Das fasse ich gleich an.
Zunderbüchsen da mitnehmen. So, was haben wir hier? Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Hey, wir brauchen aber hier nicht wirklich einen Gefangenen, oder? War es das hier drin schon? Nein, kann eigentlich nicht sein, weil... Es gibt hier nicht wirklich viel andere lebende Wesen außer uns. Oh, außer wir müssen Agrippa hier hinbinden, aber ich hoff's nicht. Das fände ich echt blöd. Hier sieht's sehr viel schöner aus. Zettel kommt gleich. Öl oder Zunderbüchse, irgendwas. Gar nichts. Schau wenig, ey. Gut, dann halt Zettel. Huch. 15. August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Ich will aber nicht. Muss ich? Ja. Wir kommen hier sonst nicht mehr raus. Alexander. You must let me be. I have to concentrate. Paint the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Alter, wie krank bist du eigentlich, Kollege? Also, Daniel. Tja, uns bleibt nichts anderes übrig. I didn't do anything. Paint the man. Cut the lines. Paint the man. Alter, ist ja gut jetzt. Alter. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Ah, klasse. Wah! Wir laufen hier noch so komisch, sieht alles noch so komisch aus. Oh, Gott sei Dank. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Huch. Für mich ist es gerade echt schwer zu unterscheiden, was hier gerade in der Gegenwart passiert und was so Rückblende ist. Yeah, was macht denn der da? Haben wir... Ne, wir haben das Messer nicht mehr. Ich dachte gerade, wir müssen nochmal an dem rum. Noch mehr, ja klasse. Also ich glaube mal, das sind noch mehr Kollegen, die man zerschnippelt hat. Wenn der sich jetzt umdreht, dann ist vorbei. So, wir müssen noch hier runter. Ich will nicht hier runter, aber was soll's. Uiuiui. So. Altarraum, Haupthalle. Eieiei. Oh nö, oder? Och nö. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Na klasse. Ist das ekelhaft hier. Wir suchen drei Kugelstücke und diesen Pilz. Alter. Und wie viel wetten wir, dass hier irgendwie so ein Monster rumrennt? Oh, es ist ekelhaft hier, ganz ehrlich.
Ich will hier absolut nicht sein. Aber das werde ich tun müssen in der nächsten Folge. Ja, aber erst da. Hier schnappen wir uns noch die Zunderbüchse. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, bye bye.